Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es einen Foundation-Test und zwar möchte ich die Dream Satin Liquid Foundation auf Herz und Nieren heute testen. Heute, es ist 11 Uhr, ich denke, es ist ein guter Start, so 8-9 Stunden das hinzubekommen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich hatte sie schon benutzt und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, und ich wollte es einfach mit euch zusammen austesten, was die kann. Und wir starten. Ich benutze eine Tagespflege sozusagen. Das ist von Essence. Ist eigentlich ein Primer, ist aber wie eine Tagespflege. Ich habe schon heute Morgen, als ich geduscht habe, ich bin immer noch in meinem Hausmädchen-Outfit, Hausfrauen-Outfit. Ich schmink mich generell immer mit, entweder mit Pyjama oder mit Bademantel, weil ich so oft erlebt habe, dass einfach was daneben geht, gerade bei Foundation. Ja. Das ist eigentlich, ja, so ein bisschen schimmermäßig, aber nicht wirklich. Also man hat nicht wirklich den Effekt, sage ich mal, wie jetzt bei, wie bei so einer Liquid-Geschichte, Illuminator. Das ist jetzt zwar ein Illuminator, ist aber für mich wie eine Feuchtigkeitspflege für den Sommer gewesen. Ja, ich würde sagen, wir starten mit der Foundation. Ich mache die mal sauber. Die steht hier schon einiger Zeit und will benutzt werden. Die kostet um die 10 Euro, bin ich der Meinung. Ich gucke nachher nach und schreibe euch das mal hier hin, was die kostet. Und wir fangen an. Ich schüttel das Produkt mal durch. Das ist die Farbnuance. Was bist du denn? 10 Ivory. Und ich finde, für 10 Ivory ist sie nicht ganz so hell. Relativ pastös, ist nicht so mein Favorit. Ich pumpe zwei, also ich habe zwei Pumper genommen, um zu gucken, wie weit ich komme. Ich verteile sie mal erstmal auf einer Seite und dann gucken wir, wie gut sie abgedeckt hat. Und ja, gucken einfach mal, was passiert, ob sie nachdunkelt. Ich weiß nicht so richtig, vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben, wie ich die Foundation aufbauen soll. Also, wie ich das Video gestalten soll, ob euch das so reicht, wie ich es mache, oder ihr irgendwas anderes erwartet. Ich habe mir auch einige Foundations-Tests angeguckt. Natürlich interessiert mich das auch, ob eine Foundation für mich geeignet ist oder nicht. Der Farbton passt eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt immer noch meine Sommerhaut, sage ich mal. Es ist heute der 15.09. Ich möchte unbedingt mein Update mit Dörte drehen. Mein Schminkkörbchen kommt wieder, also... Ja, es fängt wieder die Arbeit an, von daher nichts mehr mit Urlauben und rumgammeln. Man sieht ganz gut, es hat einiges abgedeckt. Ich bin natürlich nicht komplett abgedeckt. Ich habe immer noch so leichte, wie nennt man das, leichte Haut. Aber ich finde, es ist schon eine sehr mittel- bis hohe Deckkraft, was die zu bieten hat. Und ja... Ich kann auf jeden Fall nicht mehr ganz so viel wie nennt man das so, wenn das so durchscheint, ne? So, das sieht noch so, oh, bist du fertig und siehst irgendwie komisch aus. Und das sieht schon ziemlich abgedeckt und schön aus. Und ich habe immer noch genug, glaube ich, Produkt, um die andere Seite, naja, nicht ganz. Einer fehlt noch, ein Pumper. Wir machen jetzt gerade die andere Seite noch fertig. Also man kann, denke ich, auch eine hohe Deckkraft mit ihr aufbauen. Ich benutze meistens eine Schicht des Make-ups. Also ich pumpe direkt mal da drauf. Und man sieht auch ganz gut, dass es ziemlich fest ist von der Konsistenz. So gestalte ich meine Foundation-Routine. Ich habe neulich ein Video gelöscht, gell, auf meinem Computer. Ich depp. Und es war aber auf der externen Festplatte. Das heißt, es ist weg. Es ist weg und ich habe neue Produkte getestet und es ist jetzt weg. Futsch. Also, auch mit dieser Foundation bräuchte man nicht unbedingt einen Concealer, sag ich mal, wenn man leichte Augenringe hat. Also man könnte hier in die Ecken einfach mit reingehen und so ein bisschen... Foundation ist zwar nicht dazu gedacht, um sie unter die Augen zu bringen, sag ich mal, aber es bei den meisten... Leuten, ich denke nicht, dass sie unbedingt jeden Tag Concealer benutzen wollen. Also es wäre so eine Option. Ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut gerade. Es ist 11 Uhr, der Hahn hat gekräht.
Richtig, richtig schön sieht das gerade aus. Es sieht super ebenmäßig, genau, das war das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Super ebenmäßig aus, richtig schön dewy, aber nicht zu extrem. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mein Make-up komplett fertig mit euch zusammen nochmal in einem extra Video. Und dann komme ich nochmal, wenn ich alle Puder, alle Sachen aufgetragen habe, nochmal zu der Maybelline Dream Setting Liquid Foundation. Die finde ich bisher richtig gut. Und mit einer Schicht, also mit einer dünnen Schicht, ich würde nicht sagen, drei Pumper, dass das extrem viel ist. Es gibt Foundations, da brauche ich vier, fünf, um es aufzubauen. Ich muss sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut vom Hautbild. Vergrößert die Poren nicht. Die Poren sind genauso, wie sie sind, wenn nicht sie ein bisschen minimiert worden sind. Ich versuche es euch ja wie so gut wie es geht zu zeigen. Ich muss sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Ist irgendwo ein Haar. Aber es ist noch feucht, wenn man es anfasst. Aber tolle, tolle, tolle Deckkraft. Bisher gefällt mir das Finish wahnsinnig. Also wir sehen uns, wenn Ihr ich dann Lieben, ich fertig habe bin. jetzt Alles zusammen mit euch aufgetragen. Ich muss sagen, bis jetzt ist die Foundation sehr, sehr, sehr trocken. Fast schon wie, ja, wie abgepudert. Habe ich ja auch drauf. Ich habe auch noch ein todesmattes Puder benutzt für meine Stirn. Ich bin mir sicher, in 4 Stunden glänze ich etwas nach, was mir dann aber auch mehr gefällt als jetzt. Ich bin immer froh, wenn ich aus dem Haus gehen kann, matt, matt. Und wenn ich dann im Laufe des Tages einfach ein bisschen Glow bekomme von natürlich heraus, dann möchte ich sagen, hier an den Seiten meiner Nase bricht gerade diese Foundation so ein bisschen auf. Seht ihr das? Also wer ein bisschen Probleme hat irgendwie mit Falten oder so. Ich weiß es nicht, ob das so hier jetzt auf der Seite nicht ganz so schlimm. Aber hier. Naja. Wir werden uns sehen in 4 Stunden oder so. Um 4 rum und dann nochmal um 8 oder 10. Mal gucken, wie lange ich so geschminkt bleibe. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Bis gleich. Hey, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Update meiner Foundation. Ich muss sagen, sie gefällt mir richtig gut. Ich habe es jetzt 3,5 Stunden drauf. Ich mag sie wirklich gerne. Man sieht einfach, dass ich wieder Leben bekomme. Also es kommt so richtig lebend durch. Ein Highlighter ist auch noch on fleek. Aber ich schwitze wieder an den besagten Stellen. Hier um die Nase, an der Stirn. Also ich meine, es sind warme Temperaturen. Wir haben in der Wohnung 23 Grad und ungefähr gefühlt 10 Grad. Wärmer ist es draußen. Und ich muss sagen, es hat sich jetzt gut gesetzt. Und genau das ist es, was mir gefällt. Wenn Foundation erstmal komplett matt ist und man halt cakey und sowas aussieht und dann im Laufe des Tages einfach schöner ist, weil in den ersten 2 Stunden guckt mich eh keiner an, ne? Da befinde ich mich meistens noch zu Hause. Ja. Genau, das würde ich so sagen. Also ich richte mich so um 6 und verlasse ungefähr um 8 das Haus. So um, ja, von daher ist es mir nicht ganz so wichtig, morgens hübsch, hübsch auszusehen, sondern lieber den Tag über, dass die Foundation sich gut verteilt. Es hat sich überhaupt nichts abgetragen und ich lag schon. Also ich habe schon 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Heute ist Sonntag. Gönnen wir uns, ne? Ich bin auch mit eingeschlafen. Ich habe eigentlich Videos angeguckt, aber wie so oftmals ist, haut es mich dann doch weg. Und dann habe ich gepennt mit meinem Sohn mal so 1,5 Stunden, sowas. Total irre, mein Albtraum wieder geweckt. Naja, aber ich muss sagen, sie gefällt mir richtig gut. Also sie macht wirklich einen tollen Job. Sie ist nicht cakey geworden. Sie ist nicht in die Falten gekrochen. Nicht mal in meiner Denkstirn. Also gut, ich habe nicht so viel nachgedacht und habe auch nicht so viel gemacht. Und wir sehen uns einfach heute Abend nochmal wieder und gucken, wie gut ich dann noch aussehe. Das ist immer so die Frage. Ich mache mal den Blitz Das wäre aus. Ich jetzt will so mal ein nochmal. normales Ding und es gefällt mir normaler noch ein bisschen besser als mit Blitz, weil ich einfach, ja, sieht einfach schön aus. Die Foundation sitzt einfach auf dem Gesicht und sieht einfach schön aus. Es ist überhaupt nichts abgetragen in den 3,5 Stunden. Überhaupt nichts. Es ist alles noch und ich habe auf dieser Seite geschlafen, ne? Komplett auf meinem Kissen. Nichts. Es ist auch nicht klebrig. Es sitzt ganz toll. Hier hatte sich das vorher mal abgetragen, aber ich habe nochmal Beauty Blender, weil ich aus Versehen verschmiert hatte, den ganzen Lippenstift, da saß dann da.
Und trotzdem sieht das ganz, ganz toll aus. Ich bin echt mega zufrieden. Also die macht echt einen tollen Job gerade. Ich hoffe, sie ist heute Abend genauso schön, wenn ich dann rausgehe. Ja. Wenn wir heute Mittag noch rausgehen, dass sie immer noch so sitzt und... Ihr Lieben, das allerletzte Update, es ist 21 Uhr, also 9 Uhr, das ist jetzt 9 Stunden auf mein Gesicht und ich bin super begeistert. Ich sag euch, 31 Grad gefühlt, 36 Grad, ihr seht auch vielleicht, dass ich mega schwitze, weil wir sind jetzt gerade eine Stunde gelaufen und rumgewandert und war noch eine Runde Abendspaziergang, also einmal hin zu Oma und einmal wieder zurück und ich habe zweimal so arg geschwitzt. Und ich muss sagen, das Hautbild ist so, so schön. Ich würde es die ganze Woche lang gerne für die Arbeit nutzen. Aber ich bin ja jetzt im Projekt. Diese Foundation ist mega geil. Ich finde, wenn es auch wieder trocknet, sieht es genauso aus wie vorher. Einfach genial. Ich glaube, ihr seht es ganz gut, ne? Blush, Highlighter, alles noch perfekt drauf. Und das nach 9 Stunden, trotz Schlafen, trotz alles mögliche Schwitzen und Machen und Tun. Ein bisschen läuft es gerade so in die Linien hier. Erkennt ihr das? Aber sonst muss ich sagen, nirgendwo und nach 9 Stunden perfekt. Also ich kann euch die, wo habe ich sie jetzt hin? Maybelline Dream Setting Liquid absolut ans Herz legen. Wer Maybelline einfach mit unterstützen möchte, der kann das, also was heißt unterstützen? Also wenn man es kauft, unterstützt man es damit. Ich mag das. Ich würde das natürlich cool finden, wenn es Essence sowas rausbringen würde. Ich werde jetzt demnächst auch mal Essence und Catrice Foundations den ganzen Tag testen und dann werden wir uns das nächste Mal sehen. Ich verabschiede mich. Ich will nur noch die Visage sauber machen und meinen Sohn ins Nest springen. Und dann sehen wir uns bis bald. Ciao. Top Foundation.